Habt ihr das gesehen? Ich habe eine Perch gefangen. Ich habe einfach immer... Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon Light of Hope. Ich habe einfach immer viel zu früh angefangen mit Angeln. Man muss wirklich abends angeln, um die zu kriegen. Gut. Das war eine gute Idee, einfach mal später hier loszuziehen. Oder statt einfach nur Glück. Man weiß es nicht. Es ist und bleibt ein Rätsel. Wollt ihr jetzt hier bitte mal irgendeiner anbeißen? Ihr seid vier Fische. Einer von euch kann sich schon mal herablassen, an dem scheiß Ding da rumzuknabbern. Endlich. Was bist du für einer? Du bist ein Gobby. Ein Gobby. Das ist so wie Moon Moon, oder so der behinderte Fisch von nebenan. Gobby. Witzig. Ja, okay, jetzt gut. Wir haben uns gefreut, wir haben uns über Behinderte lustig gemacht. War schon mal alles dabei in diesem Part. Politisch nicht sehr korrekt. Und? Blutschill. Okay, ich würde jetzt gerne noch gleich ein bisschen weiter fischen, angeln. Wir gucken mal. Aber vorher möchte ich noch mal ganz kurz runter in die Stadt zu Tabitha gehen. Ich nenne sie Tabitha. Mir egal, ob sie Tabitha, Tabitha oder sonst irgendwie heißt. Ich nenne sie bei ihrem deutschen Namen und da spricht man sie so aus. So, ich kaufe noch ein paar Baits. Ich habe nämlich kaum noch welche. So. Okay. So, mal gucken, was wir heute erfahren werden. Wer was nicht mag. Denn was die Leute mögen, möchte sie uns ja nicht verraten. Ne, irgendwie ist sie gerade draußen. Nur ein Geschenk pro Person. Ich glaube, ich habe schon das Zeitfenster verpasst, in dem sie uns sagt, was die Leute mögen. Das ist natürlich jetzt doof. Habe mir das Zeitfenster eiskalt verkackt. Dann freunden wir uns noch ein bisschen mehr mit ihr an. Vielleicht habe ich ja Glück, wenn wir uns besser mit ihr anfreunden, sagt sie uns vielleicht auch, was die Leute mögen und nicht nur, was sie nicht mögen. So, verschwinden wir Chain irgendwo. Und Nova, zu Nova könnten wir eigentlich auch. Das läuft doch hier schon mal super, duper, mega gut. Ich muss nur mal auf die Karte gucken. Okay, zu Nova können wir. Und Holly ist am Strand. Holly wartet, glaube ich, schon ein bisschen... Nee, Nova wartet, glaube ich, schon länger. Egal, wir gehen jetzt erstmal zu Holly runter. Und dann suchen wir Nova. Holly. Holly, Holly, hi. Oh, hallo, Yume. Hast du bereits das vorbeigebracht? Bringst du mir gerade doch jetzt hier endlich mal das vorbei, wonach ich gefragt habe? Oh mein Gott! Oh, wow! Bist du sicher, dass ich den nehmen kann? Oh mein Gott, daraus mache ich gute Medizin. Ich bin froh, dass ich dich gefragt habe, Yume. Ich danke dir so, so sehr. Und wir haben Tulipsaat. Also, was heißt Tulip auf Deutsch? Diese Blumen. Oh, wie heißen die? Tulpen. Tulpen, natürlich. Tulpensaat. Manchmal fallen mir die Einschüssen wieder nicht an. Hier ist eine Seeschelle, eine Muschel. Sie liebt Muscheln am allermeisten. So. Gut, jetzt auf zu Nova. Geben wir jetzt ihr noch das kleine Fischlein, wenn sie überhaupt noch da ist, dann. Schauen wir mal. Ich drücke jetzt übrigens auch mal M einfach auf meiner Tastatur. Das geht schneller. Sie müsste noch an der Erntegöttinnenquelle sein. Gucken wir mal. Und Edmund kann ich dann auch noch irgendwas Schönes schenken. Irgendeinen Edelstein oder so. Schauen wir mal. So. Nova, ich habe ein Geschenk für dich. Wow, hey, oh. Hast du es geschafft, die Sachen für meine Anfrage zu besorgen? Oh, wow. Du hast das gemacht. Vermutlich, du hast es geschafft. Oh, mein Gott. Ich sollte vielleicht mehr Dinge auf eigene Faust versuchen zu erledigen. Naja, wie auch immer, ich danke dir. Vielleicht werde ich dich bald wieder nach etwas fragen. Vor allen Dingen, ja, vielleicht sollte ich das mal schaffen, hier alles alleine hinzukriegen. Und gleich im nächsten Satz sagt sie, ja, ja, ich frage dich vielleicht bald wieder, ob du mir hilfst. Du wisst auch nicht, was Nova gerne mag. Edmund mochte aber auch nicht am meisten Edelsteine. Das ist
ganz schön vertrackt hier alles. Komm, fix den Diamanten, Edmund. Wow, danke. Ja, bitte. So, was geben wir dir? Möchtest du, ich weiß nicht, möchtest du eine Paprika? Ja, immer freut sich. Stell dich mal vor, ne? Hier rennt einer rum, verteilt wahllos an Leute irgendwelche Sachen und dann neben euch bekommt einen krassen, dicken, fetten, geschliffenen Diamanten. Einfach so geschenkt und ihr denkt so, geil, der bekommt einen Diamanten, da kennt die kaum und mal gucken, was ich kriege. Was passiert? Ihr kriegt einfach eine Paprika. Einfach eine Paprika. Oh, ich würde so abkotzen. Oh, und dann jemand kriegt einen Diamanten. Ah, Diamanten kann man nicht essen, eine Paprika schon. Ich hatte in meinem Leben schon mehr Paprikas als Diamanten. Also widerspricht ja schon irgendwie auch für Paprikas, oder? So. Na komm. Das sieht gut aus. Eine Yellow Perch. Handwurz. Ich will eine normale Perch, eine normale. Hat jetzt nur einmal geklappt, ne? Und jetzt nur noch. Vielleicht ist es wirklich Glück. Vielleicht ist die Uhrzeit wirklich egal. Man muss einfach nur, ja, Glück haben. Ey, Leute, kann doch mal bitte mal einer von der Spalten sich mal hier entscheiden und dann an dem scheiß Ding da dran beißen? Bitte? Irgendeiner von euch? Na komm, du. Komm, du siehst schon so aus. Ja, komm. Ja, ja, ja. Du pirschst du. Ja? Ja? Na komm. Geht doch. Okay, komm. Egal. Ich lege mich jetzt einfach ins Bett. Ach nee, ich habe noch relativ viel Energie übrig, sehe ich gerade. Was ist denn hier los? Okay, Rosen. Mit der ganzen Energie kann ich ja noch ein bisschen was an Bäumchen fällen. So. Bis die Energie leer ist, das tue ich. Der Sommer geht auch nur noch 2 Tage, sehe ich gerade. Mal gucken, was davon noch fertig wächst. Ich habe irgendwie gar nicht das beachtet. Ich weiß gar nicht, wie das hier jetzt ist. Ich habe das schon wieder vergessen. Ob die Sachen automatisch verwelken, wenn der Jahreszeitenwechsel ist, oder ob die wenigstens noch fertig wachsen. Weil hier eigentlich logisch gesehen in diesem Spiel hier wächst halt zu jeder Jahreszeit alles. Also müsste es ja eigentlich noch den Jahreszeitenwechsel überstehen. Aber Logik und Logik im Videospielen sind 2 verschiedene Sachen, wie wir alle wissen. Deswegen kann es gut sein, dass dann am 1. Herbst all mein Zeug verwelkt ist. Wir gucken. Wir können es eh nicht ändern. Auch egal. Gehen wir einfach schlafen. Und wir dürfen nicht vergessen, morgen das Erste, was wir machen, die Kuh füttern. Haben wir die Kuh jetzt eigentlich schon gemolken? Ich glaube nicht. Sie kommt immer ums Melken drumherum. Immer wieder. Ich muss hier so ein kleines Post-it mir an mein Dings machen. An mein. Wie heißt das nochmal? Bildschirm, genau. Kuh melken. Ich mach nichts. Ich guck mir nicht mal diesen blöden hier das Ding an. Ich werde jetzt einfach nur die Kuh füttern. Erstmal die Pflanzen, dann die Tiere, dann der Rest. So. Ihr fresst jetzt hier erstmal. Ich bin nur Luft. Ich bin unsichtbar. Ignoriert mich. Macht euer Ding. Oh Mann. So. Na ihr? Back, back, back. Und schon geht's los. Hier, Futter. Na komm! Mach mir da raus, jetzt sind sie doof hier. Mach mal Platz hier. Ich zeige schon wieder schnell Futter verteilt. Es geht doch schon mit der Maus wirklich schneller. Einfach den ganzen Spaß hier anklicken, wie eine Irre. Na komm, jetzt haben wir das rein. Mehr als hinklicken kann ich nicht. Okay, jetzt mach ich das lieber wieder mit meinem Gamepad. So. Na komm!
Wenn es so weitergeht, brülle ich die noch an. Ich brülle die noch in diese Folge an. Die hier, die wird noch angebrüllt, die Folge. Und zwar von mir. Und ich werde mich nicht dafür entschuldigen, was ich sage. Ich weiß noch nicht, was ich sage, aber ich werde mich dafür nicht entschuldigen. So. Hier. Robin. Yeah! Yeah, du schenkst immer wieder die Dinge, die ich am meisten liebe. Und trotzdem steigt meine Zuneigung zu dir nicht. Ist das nicht toll? So, Gas, möchte was haben? Hallo, kann ich dich vielleicht wieder mit etwas belästigen? Also ein bisschen nerven wegen Ohr. Hey, feel fine, but Melanie worries about me too much. So, yeah, do it. Okay. Er braucht Iron Ore. Das kriegt man locker hin. Was kriegen wir dafür? Tomatensaat. Na toll. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Tomatensaat. So. Ja, alles hier gießen. Dann sind wir ja auch durch. Was sind hier eigentlich? Auch nochmal. Wir haben ganz schön viel Mais hier. Na komm. Damit glaube ich eigentlich auch fast nur noch normal positioniertes Zeug, wie es am Ende sein soll. Also die Felder, dass die jetzt hier halbwegs gut positioniert wurden. Die ganzen falsch positionierten sind jetzt inzwischen schon weg. Fast alle jedenfalls. So. Okay. Ist noch was? So. Die Frage ist, wie wir jetzt hier heute weitermachen. Wir könnten ja mal ganz krass sein. Ich bin heute ein bisschen crazy drauf, Leute. Wir gehen zum Doc. Ist Doc überhaupt noch da? Ist schon da? Nee, doch, nee. Doc hat doch keinen Bock. Doc hat doch keinen Bock. Das tut sich auch wunderbar rein. Ich gehe jetzt... Oh. Dieser blöde Weg, ne? Ich kann es nicht sein lassen. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, dieser blöde Weg. Ich gehe jetzt wieder ein bisschen aus der Mine raus und wieder rein. Raus, rein, raus, rein. Um ein bisschen, ja, Zeit vergehen zu lassen. Auf groß was tun können wir jetzt momentan ja nicht. Ja, wir können hier ein bisschen was umbauen und umgraben. Aber da habe ich jetzt gerade, bin ich ehrlich, bin einfach auch absolut keinen Bock drauf. Entschuldigung, ich liebe die Musik da drin. Die finde ich super. Na komm, ja. So. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das machen will. Bis zum frühen Nachmittag vielleicht. Na komm, mindestens noch einmal. Gut, jetzt wieder raus. Und jetzt gucke ich mal, jetzt versuche ich wieder so ein bisschen zu angeln erstmal. Dass ich das auf jeden Fall schon hinkriege. Was hatten wir denn jetzt hier nochmal alles an Quests? Ich bin zu doof, so. Genau, die Purge war es und... Genau. Von Gas. Das bei Gas können wir jetzt schon mal abgeben. Heute ist am Mittwoch. Da wird auf jeden Fall auch da sein, hier unten, ne? Da haben wir das auf jeden Fall schon mal hinter uns. Was Woody mag, weiß ich übrigens auch immer noch nicht. Schauen wir mal. So, Gas. Ah, wie läuft's, Susan? Naja, did you get me those items? Hast du bereits diese Items besorgt, die ich brauche? Ah, wow. Boah, aber mit Gas... Ich schenke Gas so oft Sachen. Und ich komme einfach nicht über einen Freundschaftspunkt bei ihm hinaus. Das ist echt bitter. Ach, ich weiß nicht. Das Spiel, das ist da so ein bisschen, ne? Das bremst einen da so ein bisschen aus. Gucken wir mal. Sobald Tabitha da ist, gehen wir einfach mal runter zu ihr und fragen sie, was die Leute mögen oder nicht mögen. Also ich lege da jetzt momentan schon ziemlich viel Wert drauf, das herauszufinden. So. So, jetzt sind noch zwei Purges. Eine einzige haben wir ja schon mal gefangen gehabt. Das war irgendwie offenbar mehr als nur ein Glückstreffer. Und wir haben die gerade alle absolut keinen Bock anzubeißen. Ach, der vielleicht? Na komm. Tu nicht so. Ich weiß, dass du es willst. Denn schon wieder Red Belly, ein Rotbauch-Tilapia. Das ist aber schön.
wieder ein Rotbauchtilapia. Okay. Anscheinend gibt es gerade in dieser Uhrzeit viele Rotbauchtilapias. Ich hätte gerne ein paar mehr Fische. Schon besser. Dauert nicht ganz lange, bis mir einer anbeißt. Na komm. Notfalls muss ich das hier wieder offscreen machen. Ich glaube, mir wird sich keiner zugucken, wie ich jetzt hier 3 Folgen lang nur angel. Außer jetzt ist hier mal einer dabei. Nee, wieder Moskitofisch, ne? Nee, right. Okay. So, ist jetzt hier... Ja, Tilapia. Tilapia, sage ich schon. Oh Gott. Die Hexe ist da, die wir fragen können. Oh, ich bin schon fix und fertig wieder. Fix und fertig, Leute. Das Spiel macht mich seelisch fertig. Fertig. So. Endlich mal hier, was wir da rausfinden, ne? So. Hau raus. Jane, die Doktor, Leiterski. Sie mag keine Erze. Schön, es nervt mich, dass wir erst da irgendwie herausfinden, was alle nicht mögen. Es wäre wirklich viel hilfreicher zu wissen, was sie mögen. Verdammt. Gut, dann gehen wir jetzt aber trotzdem mal zum Doktor, ne? Ist ja auch schon da. Guck mal. Ja, er ist da. Da kann uns ja bei der Hauptstory mal ein bisschen weiterhelfen. Und ich finde, wir haben jetzt schon sehr lange nicht mehr in der Hauptstory irgendwas gemacht. Und sollen das eventuell mal in Angriff nehmen. So. Mein Hals tut immer noch weh. Okay. Weil langweilig ist, steuere ich jetzt so. Hui! Guckt euch an, wie das geht. Voll krass. Das ist irgendwie. Das Spiel ist für ein Tablet optimiert. Aber es gibt nicht fürs Tablet. Total merkwürdig. So. Okay, Doc. Hau mal raus. Wir brauchen deine Hilfe. Ah, bim bum kaboom. What discoveries did you bring me today, my dear assistant? But who is this? Okay. Bim bum kaboom, was für neue Entdeckungen hast du denn heute mir mitgebracht? Oh, mein lieber Assistent. Aber wer ist denn dieser junge Mann da? Mein Name ist Edmund. Oh, lass mich raten. Du möchtest auch mein Assistent werden? Seit wann bin ich denn so berühmt? Ah, I should have known. Ich hätte es ja wissen sollen. Naja, das ist im ersten Teil nicht wirklich der Fall. Ah, jetzt. Okay, ich verstehe, ja. So, das Problem ist, dass du dir nicht sicher bist, was du als nächstes tun sollst, stimmt's? Was stimmt denn mit dir nicht? Das ist doch so einfach. Wenn es das nicht gibt, tun wir es einfach kreieren. Wie, was kreieren? Aber natürlich doch. Ach, daran habe ich gar nicht gedacht. Wie auch immer, ich glaube, es ist einfacher gesagt als getan. Oh, I am to understand that you... Oh, am I to understand that you so you make the stone tablet? Ja, okay. Die Frage ist, ob er jetzt einfach so eine Platte herstellen kann. Natürlich kann er das, obwohl Finger M. It's me, Doc, the Inventor, an Examiner. Ja. Natürlich kann er so eine Steinplatte herstellen. Was glaubst du denn, wer ich bin? Ich bin der Doc, der extraordinäre Erfinder. Listen, Glow, hör mal gut zu. Du brauchst mir einfach nur die folgenden Sachen zu bringen. Diese Hauslatschen von denen, die machen mich fertig. 2 Milliarden, 10 Steine und... Wenn du schon einmal dabei bist, bring mir Blumen. Eine Sonnenblume wird das auch tun. Hast du das verstanden? Die Blume? It's for... diese Blume, sie ist für... Das spielt gerade keine Rolle. Stell mir keine Fragen. Bring einfach diese Items vorbei, okay? Okay. Okay. Wir haben aber, glaube ich, keine Jade mehr.
Oder haben wir ja der Erz? Ich guck mal ganz kurz nach. Brauchen wir zweimal Jade? Weiß irgendeiner? Brauchten wir zwei oder dreimal Jade? Ich hab's gerade vergessen. Wir gehen am besten nochmal zu ihm und fragen nach. Hey Doc, was brauche ich nochmal? Einmal Jade oder zweimal Jade? Zweimal Jade. Okay. Das kriegen wir hin. Entschuldigung. Ich denke auch, dass wir jetzt langsam mal den Punkt erreicht haben, an dem wir auch mal die ganzen hier Brücken aufbauen sollen. Wir haben nämlich noch Unmengen an Brücken, ne? Zum Beispiel die Brücke hier oder diese Brücke, diese Brücke, diese Brücke, diese Brücke, diese Brücke. Das habt ihr eben nicht gehört. Können wir noch einiges wieder aufbauen. Dafür brauchen wir allerdings auch wieder Geld. Ja, Geld ist immer so eine Sache, ne? Schauen wir mal, das kriegen wir auch noch alles hin. Am besten, wir gehen erstmal schlafen. Wir mit unserer Fischlosigkeit. Oh Mann. Und nicht vergessen, wieder zuerst. Ich hab die Kuh wieder nicht gemolken, ich war der wahnsinnig. Ich vergesse das immer. Ich muss mir das ganz genau einprägen. Erst die Kuh füttern. Dann die anderen Tiere. Kann ich gerne machen. Dann die Kuh melken. Nein, nein, dann kümmere ich mich um die Pflanzen. Und dann muss ich die Kuh melken. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Es ist wirklich nicht schwer. Es ist keine große Sache dabei. Aber ich schaffe es, auf eine unglaubliche Art und Weise zu dumm dafür zu sein. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das schaffe. Aber ich schaffe es. Achso, ja. Ich sollte eigentlich erstmal alle hier knuddeln, bevor ich hier Futter verteile. Hier, seht ihr das hier? Wie sie schon hier alle hin zu dem einen Futterding. Ja, ich habe gesehen, was du hier machst. Du auch. Geh mal weg hier. Ich will doch nur füttern. Na, na. So. Okay, ich weiß gar nicht auch, ob das heute der letzte oder der vorletzte Sommertag ist. Wir können ja Items in your bag. Wie? Was mache ich hier? Habe ich die Max ja an? Maximale Anzahl an Items erreicht, die ich mit mir tragen kann, oder was? Gibt es so etwas? What the hell? Ich bin gerade verunsichert. Okay, die Rosen sehen super aus. Ich kann keine Items mehr mitnehmen. Ah, ein Bouquet. Okay, ich möchte gerne einen Bouquet machen, aber ich habe keine Tulpen. Can't use the different flowers. Okay. Carol möchte Tulpen. Wir haben nicht genug Tulpen. Ey, das ist ja gerade echt. Das habe ich. Also, das ist ja. Also. Das finde ich jetzt gerade irgendwie nicht so geil vom Spiel. Wir haben zu viele Items. Wir müssen Items loswerden. Wir haben vor allen Dingen auch kein Lager, wo wir die hin tun können, oder? Haben wir ein Lager, wo wir irgendwie was hin tun können? Wartet mal. Ich kann da zum Beispiel hier ein bisschen was machen. Also das würde gehen. Jetzt haben wir sehr viel. Das ging jetzt aber, ne? Ich bin gerade etwas überfragt. Wartet mal. Kann ich hier oben irgendwas einlagern? Ja. Put and take away. So. Crude animal feed. Kann ich auch hier rein tun? Das Bait behalte ich. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz wieder, schätze ich.
Habt ihr... Wie, du hast immer noch Hunger. Wieso hast du noch nichts gefressen, du Schaf? Hä? Wieso hat das Schaf nichts gefressen? Frage Nummer 1. Wieso hat das Schaf nichts gefressen? Ich hab doch... Ach, egal. Tiere hier machen eh alle, was sie wollen. So, ja, ich muss halt jetzt irgendwie gucken, dass ich die Anzahl der Items, die ich habe, reduziere. Habe ich einen Kühlschrank? Nee. Ich hab gar nichts. Ich hab nichts zum Lagern, wirklich. Wie dumm ist... Hä? Wie, was soll ich denn? Kann ich hier irgendwas? Put away, take out. Ja, kann ich ein bisschen was einlagern. Boah, das ist echt ätzend hier. Ist ja schneller, wenn ich nebenbei noch klicke. So. Hiervon alles noch rein. Boah, das nervt mich gerade so ein bisschen. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt irgendwie zu viel bei mir habe. Und nicht mal wirklich... Möglichkeiten habe, meine ganzen Feldfrüchte irgendwo auch einzulagern oder die ganzen Erze oder sowas. So. Das habe ich jetzt alles hier drin, immerhin. Gut. Geht jetzt auch nochmal. Ganz viel Geld habe ich leider nicht. Ich muss gucken, dass ich dann eben meine ganzen. Wo ist denn Sam? Unten in der Stadt, na ganz toll. Sache ist nämlich die, dass ich bei Sam halt eventuell auch die ganzen Bronze-Sachen und so auch zusammenlegen kann. Indem ich hier einfach Bronze halt mache. Dann mache ich halt eben automatisch auch Platz im Inventar. Aber ich habe nicht ganz so viel Geld, um das hier halt eben alles zu machen. Habe ich am Tisch wieder gar kein Geld, ne? Das ist wieder der Mist. Muss ich mal einen Peridot verkaufen, dass ich wieder mein Geld habe. Ich mache das ja jetzt einfach nur, um Platz zu schaffen in meiner Tasche. Das ist ja jetzt der erste Grund, warum ich überhaupt jetzt hier was zusammenlege bei ihm. Oh Mann, das ist aber alles ganz schön kompliziert hier. Um es nett auszudrücken. So, kann ich jetzt hier aber wieder ernten? Kann ich hier ernten? Geht das? Sehr gut. So. Okay. Ja, damit. So, der Brokkoli ist auch fertig. Ich weiß gar nicht, ob die Monate hier auch 31 oder nur 30 Tage haben. Ich hab's schon wieder vergessen. Das ist immer... Ich glaube, es ist ja mal 31, oder? Würde ich jetzt drauf tippen. Also die Jahreszeiten, 31 meine ich natürlich. Schauen wir einfach mal. So, das gieße ich jetzt auch noch. Das habe ich schon gegossen, sehr schön. So, jetzt wird endlich auch mal unser Schaf fertig sein mit Essen. Wir hoffen sie auf jeden Fall alle mal gemeinsam. So, genau, jetzt können wir das endlich mal scheren. So. Geht's euch generell so? Ja, ganz gut. Ich kann die aber gar nicht durchswitchen, ist auch doof. Ich kann jetzt wirklich noch gucken von den Tieren, die hier drin sind. Was mit den Hühnern ist, das ist hier ganz separat. So, okay. Frage ist, huch, wie machen wir denn jetzt hier weiter? So. Ich muss jetzt auf jeden Fall ein bisschen was verkaufen. Ich hätte eigentlich, nee, hätte ich nicht. Ich überlege gerade, was wir denn machen sollen. Wir haben ja, Jadeerz. Da müssen wir auch noch Jade draus machen. Sell. Wir müssen einiges verkaufen auf jeden Fall. Die ganzen Steine. Wobei, da könnte ich eigentlich auch wieder Zeug draus machen. Okay, vergiss es. Was verkaufe ich denn jetzt hier am besten? Kristallohr. Ich habe jetzt gerade nur das eine Peridot, ne? Sonst habe ich nichts, was jetzt hier wirklich halbwegs Geld bringt. Das ist gerade echt doof. Hm.
Ich bin jetzt wirklich, also der Punkt an der Sache ist jetzt gerade, dass ich wirklich jetzt meine ganzen Items zusammenlegen möchte einfach, damit ich mehr Platz im Inventar habe und dass ich halt eben auch besser handeln kann. Und das ist natürlich gut, wenn ich jetzt auch die ganzen Steine zu Steinmaterial mache, das Glasmaterial auch so ein bisschen zu Glas mache. Muss ich halt mal schauen. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen Platz. Ich möchte jetzt auf jeden Fall Jade machen. Jade. Zweimal, das reicht. Glas, das kostet doch einiges, ne? Was haben wir denn viel da? Was hatten wir denn jetzt gerade gemacht? Peridot, ne? Kann ich auch noch dreimal jetzt erstmal machen. Gut, das muss ich jetzt auch erstmal verkaufen. Dass ich ein bisschen Geld kriege zum Zusammenlegen. Ja, es war klar, früher oder später musste ich jetzt hier wieder aus den ganzen Edelsteinerzen Edelstein gewinnen, um es zu verkaufen. Es ist halt einfach nach wie vor die beste Einnahmequelle hier. Kann man leider nichts dran ändern. So, nur schade, dass jetzt ich habe das Gefühl auch, dass Sam immer hier möglichst weit weg ist, wenn ich das gerade machen möchte. Dass ich hier immer runter in die Stadt rennen muss. So. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Das ist nicht die Welt, aber es ist ein bisschen Geld. So, gut. Bevor ich jetzt aber hier noch mehr zusammenlege, oder ist Doc überhaupt schon da? Nee. Wenn Doc dann da ist, bringt mir auf jeden Fall mal die ganzen Sachen, die er wollte. Vielleicht kann er dann da selbst eine Steinplatte herstellen. Ich habe natürlich da diesbezüglich so meine Zweifel. Also ich denke nicht, dass das einfach so klappen wird. Aber man kann es ja ausprobieren. Außerdem müssen wir das ja machen, um in der Story voranzukommen. Einen so freien Willen haben wir da jetzt hier nun auch wieder nicht. So, ich könnte ihn ja eigentlich auch nochmal wieder ein bisschen Bronzeerz schenken, dem guten Mann. Ah, jetzt mag er mich 1,5 von diesen Noten da. Immerhin. So. Pinker Diamant. Wir können sogar einen machen. Kostet aber sehr viel. Vielleicht soll ich wirklich auch hier von den teureren Steinen was machen. So ein Rubin oder so. Die bringt vielleicht auch mehr Umsatz, wenn es klappt. So, 8 von 8. So ein paar Rubine einfach mal. So, die verkaufe ich jetzt auch. Und dann haben wir wieder ein bisschen was an Geld. Hoffe ich. Dann können wir auf jeden Fall die ganzen Glassachen und so dann zusammenlegen. Das ist dann kein Problem mehr. Haben wir auf jeden Fall eine kleine Aufgabe. Apropos Aufgaben. Ich muss mal ganz kurz gucken. Genau, das haben wir immer noch. Und... Oh, aber Tulpensaat hatte ich ja eigentlich auch, ne? Hatte ich sogar letztens welche bekommen. Die werde ich allerdings, wenn überhaupt, erst im Herbst aussehen. Denn mir ist es doch wohl zu riskant, nicht, dass das jetzt eingeht am Ende des Monats. Deswegen warte ich jetzt lieber noch. Liebe Carol, habe Geduld. Und was ich auch auf jeden Fall machen werde, ist auch wieder ein bisschen offscreen spielen. Die Purchase eventuell mal angeln. Das wäre super, wenn ich endlich mal welche finden würde. So, ja, so ein bisschen Emerald. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld zusammengekriegt. Oh. Gott sei es gedankt. Vielleicht kann ich auch, wenn ich offscreen spiele, Tabitha ein bisschen ausquetschen über Dinge, was die Leute mögen. Beziehungsweise nicht mögen. Schauen wir mal. Ich schätze, Englisch stand dann da. Zum Beispiel bei Sam. Mag, dislike egg dishes or something like that. Villager. Ja, Sam. Egg dishes. Genau. So steht sogar da. Na gut, also bekommt er keine gekochten Eier, sonst rastet er dann aus. Dann wird er dann hier zum... Auf heißen die nochmal, die man irgendwie nicht vor nach Mitternacht füttern darf? Zum Kremlin. Gib's mir hier was mit Ei. Dann rastet er voll aus. Hier, hast du Wolle. Oh mein Gott, das wollte ich. Naja, da freut er sich. Mögen wir uns eigentlich jetzt hier schon ein bisschen mehr so? Nee, immer noch nicht. Schade. So, bei dir kann ich jetzt hier auch ein bisschen... Das läuft jetzt. Okay, Freunde. Ich denke mal, die Folge geht inzwischen auch schon wieder lang genug. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao bis zum nächsten Mal. Wenn sie da heißt, Yume Let's Play Harvest Moon Light of Hope. Das gute alte Light hier. Ja, diesen, ich bin jetzt auch nicht leid, diesen Witz zu bringen.
gut, dann bis zum nächsten Mal. In neuer Frische. Ich werde bis dahin ein bisschen weitergespielt haben. Dann wird vermutlich dann auch schon der Herbst sein, höchstwahrscheinlich. Mal gucken. Dann ciao, bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.